den Ding festzumachen, das wäre, glaube ich, unser größter Erfolg. Ja. Ich stimme dem völlig zu. Wir haben hier eine gewisse Maß an Verantwortung. Professor, können Sie mal kurz rüberkommen? Natürlich. Wenn der Professor dann rübergekommen ist, steigt er von meinem Tisch hinunter, von meinem hohen Ross. Haha. Oh Gott. Ja. Herr Professor, ich muss noch mal ganz kurz, auch wenn die Situation eigentlich unpassend ist, ich wollte mich entschuldigen für meinen Ausbruch vor ein paar Minuten, ein Stockwerk höher. Das war nicht ganz gentlemanlike. Ich hoffe, wir kriegen da einen eventuellen Neustart hin. Das ist ja alles in Ordnung. Das ist, war ja auch dem Stress geschuldet. Wir sind hier auch in einer Ausnahmesituation. Das habe ich gar nicht so, so hochgehängt. Gut, ich wollte es nur noch mal ansprechen. Es soll ja, da natürlich jetzt nicht zwischen uns stehen. Wir sind ja erwachsene Menschen. Wenn wir jetzt gleich in den Tod marschieren. Ich habe mein Leben gelebt. Dann sehe ich halt meine Frau wieder. Ich beiß mir auf die Zunge. Er schien schon lange auf dem Platz im Hörsaal, also auf seinem Platz am Lehrerzimmertisch. Nein. Ich wollte nämlich sagen, ja, das merkt man. gut. Hier auf dem Stockwerk, da waren ja noch zwei kleine Türen. Sollten wir da auch nochmal reinschauen, was in diesen Räumen ist? Ich denke, wir sollten weiter nach unten. Die Lösung liegt weiter unten. Wir haben schon gehört von den Kultisten, dass in einem der Nebenräume zwei andere Leute liegen. Ich denke mal, wenn die uns schlafen, hat er ja auch gesagt, und Seamus Cain hat das ja auch schon bestätigt. Ich denke, ab jetzt wird es riskant, sich mit so vielen Gegnern da oben anzulegen. Ich meine, diese, da scheinen auch irgendwie kleine Kammern zu sein. Ich denke mal, die wären tatsächlich noch eines Blickes wert. Aber dann sollten wir uns wirklich tunlichst langsam nach unten bewegen. Kurz eben einwerfen, dass diese Tür bereits als Ausgangstür in der letzten Sitzung bestätigt worden ist. Die war aber allerdings verschlossen. Geht's in Garten. Genau. Die war nicht verschlossen, genau. Die war verschlossen. Die war verschlossen. Okay. Gut, alles klar. Dann die untere Tür noch. Dann mal los. Ja gut, dann gehen wir zur unteren Tür. Die Herrschaften, wir gucken uns unten die eine Tür noch an und dann denke ich, dass wir uns weiter nach unten begeben. Ich halte mich oben an der Tür, wo die zwei Leute drin pennen, halte ich mich auf und stehe da schmiere. Okay, ja, du stehst, also du willst dich zu dem Zimmer begeben und Rückendeckung spielen. Ja, ne? Genau, ich stehe da schmiere. Halt, okay. Ne? Ich hab da immer mal so ein Auge drauf. Und ein Ohr. Apropos Ohr, weil ich ja so ein Luchs bin, würde ich natürlich unten als erstes zur Tür gehen und mein Ohr dagegen legen. Natürlich. Ich würde mich nochmal versichern, dass der Kultist im Schrank nicht tot ist, sondern nur bewusstlos. Also nochmal kurz Puls fühlen und dann. Oh, die hat Moral, wie lästig. Erste Hilfe oder Medizin bitte? Einen Wurf. Dann wahrscheinlich Medizin. Ja. Geschafft. Du tastest den Puls ab, der ist recht langsam, aber nicht ungewohnt für jemanden, der sich in der Bewusstlosigkeit befindet. Und kurzer Test mit der Hand offenbart dir auch, dass er halt tief und ruhig atmet. Ja. Tief und ruhig tot ist. Genau. Ja, Lebenszeichen überprüfen können die ja alle. Das ist okay. Willst du da auf irgendwas Spezielles ansprechen, was eventuell in der nahen Vergangenheit passiert sein könnte? Das ist ja schon in-game bestimmt schon 5 Minuten her. Ich meine, was soll das jetzt noch? Niemand ist jemals ein Zombie gewesen. Ich würde dann als letztes den Raum verlassen wollen und die Tür leise hinter mir zumachen. Wenn. Okay, der Professor ist aber noch im Raum. Ja. Also der Professor begibt sich runter zu Lambeau auch an die Tür. Kane, was ist mit Ihnen? Ich dackel dem Rest hinterher. Etwas
unschlüssig, aber ich dackel erstmal hinterher. Das Miskatonic-Dreiergespann wieder vereint. Gut, also Curly wollte ja horchen, dann tue dies bitte. Das macht er auch, ja. Aber sowas von, der hat eine, der hat 20 auf Listen, hat jetzt einen super heftigen Erfolg. Hat sein Echolot ausgepackt. Ja, seht, genau. Wie der Curly hochkonzentriert mit der weißen Haarsträhne, die du ja schon hast, in den Raum, in den angrenzenden Raum reinhorcht und du meinst, ist ungefähr aus der Ecke hier ein Klappern zu vernehmen. Ist aber auch nur ganz kurz, ganz kurz. So, wir sollten dieses Siegel geschlossen lassen. Welches Klappern? Welche Art Klappern? So metallisches Klappern wieder oder? Garantiert, du weißt noch nichts von dem Klappern. Nein, das war nur Curly gehört. Okay. Ja, also ich flüster, ich höre etwas entfernt ein leises Klappern und ich fürchte, es ist einer unserer Kollegen in der Ritterrüstung. Wir sollten diese Türe nicht öffnen. Da bin ich da. Bitte? Ich bin dafür, dass wir die zulassen. Mhm. Gut, dann führt uns jetzt nur noch der Weg nach unten. Oder nach draußen. Alles klar. Die abgeschlossen ist. Durch die Fenster meinst du? Mhm. Möchtest du rausgehen? Ja, Keiko möchte gerne rausgehen. Okay, ja. Möchtest du versuchen, die Gruppe zu überzeugen oder würdest du einfach aus dem Fenster raus? Ich würde Keikos Hand nehmen, würde ihr tief in die Augen schauen. Oh ja. Oh ja. Ruhig weiter. Ja. Ich möchte kurz mal an das Setting erinnern, ja, also in dem wir uns hier befinden. Hey, gut. Ich glaube, wir schaffen das zusammen und es ist wichtig, dass wir zusammen das durchstehen und rausfinden, was hier wirklich ist und wirklich Mr. Sedin dingfest machen. Und das, was du in der Vergangenheit gezeigt hast, genau das brauchen wir. Deine Stärke und deinen Mut. Und deswegen musst du bitte mitkommen. Ihre Intelligenz nicht zu vergessen, Miss Kane. Ihre größte Waffe ist ihre Intelligenz. Das, was Avebury sagt. Ja, ich fühle mich schon so ein bisschen gebauchpinselt. Die Schultern werden wieder etwas höher. Also ich habe auch einen gewissen Stolz im Blick, als ich auf sie runtergucke. Nicht so wie der Blick, den ich immer Mr. Lambeau zuwerfe. Ja, ihr habt ja wahrscheinlich recht. Nun gut, gehen wir. Okay, also Heinrich, du kriegst mit, dass die Gruppe an der Tür stehen bleibt und diese nicht betritt, sondern sich jetzt als Gruppe Richtung Treppe begeben wollen. Ja, ich folge. Okay. Grobe Reihenfolge, damit ich euch richtig positionieren kann. Das wird's nicht. Damit ich weiß, wer in der nächsten Etage dann als erstes dann irgendwie auftaucht. Ich gehe wieder hinter dem stürmischen Curly. Gehe ich dahinter, sodass die drei Kuttenträger vielleicht als Vorderstes sind, wenn man mal irgendwas gesehen wird. Möchte der Curly denn überhaupt vorgehen? Ja, natürlich macht er das. Das ist nicht so, als wenn wir ihm eine Wahl gelassen hätten. Mit breiten Schultern, genau. Der Professor hat mich gefragt, also ist das ein Befehl und von daher. Mit breiten Schultern. Das sind die 1920er Jahre. Ich glaube, das ist tatsächlich teilweise so. Dann öffnen wir die Türe leise und vorsichtig und wie man ja, das klappt soweit. Ich bereite nur eben schon mal den nächste Etage vor. Also das da würde ich jetzt. Das passt soweit. So, wir hatten Curly tritt voran. Ich muss euch jetzt ein bisschen. Der Prof, dann der Heinrich, Kaiko und Linda. So,
aktiviere es sofort. Ich will nur noch schon mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Alles gut. Lass dir Zeit. Mach dir noch einen Kaffee. Haben den ganzen Abend, ne? Ja. Bis dahin wird es noch Icarus spielen. So, und dürftet jetzt ein anderes Bild haben. Schwarz, ja. Also, ihr befindet euch jetzt auf einer Ebene, wo dieser Raum noch gröber zu sein scheint als in den Etagen davor. Man scheint aus dem natürlichen Felsgestein herausgehauen worden zu sein. Und dies schien schon vor langer Zeit passiert zu sein. Der Raum, wo die Treppe endet, ist karg, bis auf eine Art Rahmen an einer Wand. Ein blau pulsierendes Licht füllt diesen Rahmen aus. Wir sehen das nicht, ne? Also. Ja, ihr seht dieses, ich sag mal so einen Rahmen, und dann habt ihr so ein blaues Licht, was diesen Rahmen ausfüllt. Neugierig wie ich bin, trete ich näher, um es mir in Augenschein zu nehmen. Ja, wie möchtest du? Ein bisschen höher, ja. Was möchtest du tun? Erstmal würde ich gerne den Rahmen etwas näher in Augenschein nehmen. Nur für meine Vorstellung, ist der Rest des Raumes komplett dunkel oder sind da Kerzen oder Fackeln oder? Dieser Raum ist, also ihr habt natürlich die Lichtquellen, dass ihr den ausleuchtet, aber sonst wäre der dunkel gewesen. Und dieses blaue Licht leuchtet auch nicht sonderlich weit. Also ihr könnt das als einzige Lichtquelle ausmachen. Ihr erkennt es in der Dunkelheit, aber es wäre jetzt keine Lichtquelle in dem Sinne wie ein Lampen- oder Feuerersatz. Mhm. Es ist mehr so ein unterschwelliges Leuchten. Gut, Lampen haben wir ja dabei, ne? Also ja. Genau. Ja, ist, also ich habe es ja aus, ja, ausgeleuchtet, also habe ich euch. Ja. Ja, genau, also wie gesagt, als erstes würde ich mal gerne den Rahmen überhaupt erstmal in Augenschein nehmen, ob da irgendwas Symbolmäßiges oder Schriftmäßiges eingraviert ist, woraus man schließen könnte, was wir da vor uns haben. Also der Rahmen ist sehr, sehr glatt und dir scheint, es ist eine Art Metall, aber das kommt dir irgendwie eigenartig oder sogar, würde sogar behaupten, nicht menschlich vor. Allein schon dieses blaue Leuchten ist eigentlich, kannst du dir nicht erklären, wie das geschehen kann, zumal auch keine Leitungen oder irgendwas, also auf Elektrizität hindeuten würden. Dr. Dremler? Ja. Würden Sie sich mal diesen Rahmen ansehen, der scheint mir doch etwas suspekt. Ich glaube, das ist tatsächlich eher Ihr Gebiet, oder? Du warst irgendwie chemiemäßig unterwegs, oder? Ja. Ja, ich, schaue mit. Doktor tritt an den Professor heran und an den Rahmen, ja. Ja, ich schaue mal an, ob es irgendeine physikalische Erklärung dafür gibt oder ob es irgendwelche im Hintergrund irgendwelche chemischen Reaktionen sind, die dieses bläuliche Licht hervorbringen können. Wenn du, dann gib mir bitte einen entsprechenden Wissenschaftswurf, den du austesten willst. Also einmal Chemie und einmal Physik oder was? Ja, gerne. Dann machen wir erst einmal die physikalische sieht gut aus. Das ist geschafft. Mhm. Ja. Ja. Dieses Gebilde dürfte es nicht geben. Die Menschheit ist nicht imstande, so etwas zu bauen. Okay, alles klar. Es gibt also keine physikalische Erklärung, die das irgendwie, also die uns jetzt bekannt ist. Okay. Ich hebe mein Stuhlbein. Mhm. Und berühre das Leuchten, also mal mit dem Rahmen, Mitte so ungefähr. Ja, das Licht, so will ich es mal nennen, umschmeichelt das Stuhlbein. Also das Licht scheint nachzugeben. Also das Stuhlbein verschwindet quasi in dem Licht, mehr oder weniger. Genau, richtig, ja. Ja. Ich würde vermuten, dass es sich hier bei meiner Art Übergang handelt.
ähnlich der Spiegel, nur anders. Oh, okay, okay, okay. Ja, ja, ich auch chemikalisch sehe ich, also chemisch sehe ich dort keine Erklärung für. Also, Sie könnten da schon recht haben. Wir haben hier so viele seltsame Sachen gesehen. Ich sage nur, diese Spiegel oben, dass das nahe liegt. Ich hole den Stuhlbein auch wieder raus und begutachte es, ob es Schäden genommen hat. Hat es wahrscheinlich nicht. Ne? Also du kannst nicht erkennen, dass dieses Stuhlbein in irgendeiner Form, also wenn du es nicht selbst getan hättest, wüsstest du nicht, dass die Stuhlbein halt in diesem Licht verschwunden ist. Okay. Nun, da wir ja hier so ansonsten in einer Sackgasse stehen, fürchte ich, bleibt jetzt kein anderer Wahl. Geht's da jetzt nicht mehr weiter nach links? Ich sehe das leider nicht, weil da ich auf diesem Rand stehe und Keiko auch. Ja, also nackter Fels, außer dieser Rahmen und die Treppe. Okay, also anscheinend tatsächlich, wir können die Wände auch abtasten, da ist nichts, ja? Kannst du gerne machen. Du erkennst außer der Felswand erfühlst du sonst nichts Besonderes. Ja, dann scheint das tatsächlich der einzige Durchgang zu sein. Nun denn, für die Wissenschaft. Stopp, Avebury. In unserem geheimen Treppenhaus, waren wir da jemals ganz unten? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nein. Weil das ist vielleicht noch eine Möglichkeit, auf relativ normalem Weg erstmal auszukundschaften, wie weit es runtergeht und wo man hinkommt. Bevor wir jetzt hier wieder irgendwo durchgehen und gar nicht wissen. Aber wir müssen den ganzen Weg natürlich wieder zurück. Ne? Ich verschränke meine Arme, aber es hat eine erbitterliche Logik. Verdammt. Was ist denn mit dem mutigen Footballspieler eigentlich? Der ja auch die Linda beeindrucken könnte. Für mein optisches Verständnis, das ist ein blauer Rahmen wie ein wilder Rahmen, ja? Ja, es ist ein Metallrahmen mit oder ist das Blaue in diesem Rahmen drin? Ein Türrahmen wahrscheinlich, oder? So von der Größe ein blaues, leicht pulsierendes Leuchten, was die Fläche ausfüllt. Da sind aber keine Schriftzeichen dran oder sowas. Nein, es ist einfach ein nackter, glatter Rahmen. Aus einem auch dir unbekannten Metall, Heinrich. Okay. Okay, der Footballer. Der Sichtprüfung jetzt, ne? Also kannst du jetzt keine großartigen Proben entnehmen oder so. Oh doch, kann ich wohl. Ja, wie denn? Ich würde ganz gerne Frau Everwood, Sie haben doch da so kleine Tiegelchen gehabt gerade, ne? Also oben, wo Sie immer die Proben drin gesammelt haben. Ist da noch eins leer von? Ja. Dann würde ich das nehmen. Und dann würde ich mit den können Sie das mal kurz festhalten hier und an den Rahmen halten. Und dann würde ich mit dem Degen versuchen, über das Metall zu kratzen und da etwas abzuschaben. Jetzt ist noch die Frage, was ist härter? Das Metall von dem Degen oder das Metall von dem Rahmen? Gib mir mal einen Waffeneinsatz, bitte, einen Wurf. Waffeneinsatz? Also ja, Degen hier auf den Stockdegen halt, ne? Ja, genau. Okay. Ja, geschafft. Ja. Du hattest mit dem Stockdegen bei den Rüstungen ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes durchschlagenden Erfolg. Das gehärtete Metall. Aber an dem Rahmen machst du keinerlei sichtbare Spuren. Okay, alles klar. Das ist natürlich auch eine Erkenntnis. Es ist eine sehr, sehr harte Legierung, die härter ist als geschmiedeter Klingenstahl. Genau, zu der Erkenntnis kommst du. Okay, danke. Damit hat sich die Sache erledigt. Habe ich das mitbekommen, dass Curly mich gut findet? Du kleine Schlampe. Gib mir einen Wurf auf Intelligenz. Nein. Oh, nein. Du warst mit anderen Dingen beschäftigt. Also dir ist jetzt die Wirkung, die du auf Curly ausgeübt hast, die entging dir. Ja. Dann sage ich auch nichts zu ihm.
Aber ich würde zu der Treppe gehen, die wieder nach oben führt. Also ich würde mich demonstrativ auf die nächsten 3 Stufen stellen, nach oben. Okay, ja. Also meiner Meinung nach nähern wir uns hier dem Zentrum der Sache. Ich weiß nicht, ob uns der andere Weg da weiterbringen wird. Ich wäre tatsächlich dafür, durch das Leuchten zu gehen. Aber wir müssen Linda uns doch schiebt nicht sich am Professor vorbei. Absicht. in Gefahr bringen, wenn es einen Weg gibt, der zumindest auf den ersten Blick übersichtlicher, bekannter und ungefährlicher erscheint. Inwiefern ungefährlicher? Wenn wir hoch zu der Treppe gehen, dort warten die Ritterrüstungen. Vielleicht. Aber zumindest wissen wir, dass es Ritterrüstungen gibt. Wir wissen nicht, was passiert, wenn wir durch dieses Licht durchgehen. Aber wenn ich doch weiß, dass oben eine Gefahr ist, weswegen sollte ich dann nicht den Weg, oder sagen könnte, nicht den Weg nehmen, wo wir es halt noch nicht wissen. Also... Weil ich davon ausgehe, ist dieser Weg tatsächlich der sicherere. Curly, gib mir mal einen Powerwurf, bitte. Ova, Alter, Christian. Ich bin anderer Meinung mit Professor Avebury. 43, Power habe ich 60. Nee, warte mal, Power habe ich 50. Ja, hast bestanden, okay. Also du hattest kurzzeitig den Drang, wirklich heroisch einfach der Dame deines Herzens zu zeigen, dass du in der Lage bist, die Gruppe zu führen, hast dich dann aber eines Besseren besonnen. Also ich hatte vor meinem geistigen Auge kurz eine Vision, wie ich ihre Hand nehme und durch dieses blaue Leuchten durchschiebe, aber ich mach's natürlich nicht. Okay. Aber ich nehme meinen Schürhaken und schieb den mal so bis kurz vor meiner Hand in dieses scheinbare blaue Feld oder Loch hinein und zieh ihn wieder raus und guck ihn mir an und sehe ja wahrscheinlich, dass da nichts Schlimmes mit passiert ist. Du hast auch keinen Widerstand gespürt in irgendeiner Form. Dann stecke ich jetzt mal ganz vorsichtig so eine Fingerspitze da rein. Weil ich bin ja neugierig, wie ein kleiner Junge halt, ne? An dem Schürhaken ist nichts passiert. Du steckst deine Fingerspitze rein? Ja, ganz vorsichtig erstmal, so um zu fühlen, ob ich da irgendwas merke oder ob da irgendwas Schlimmes passiert. Du spürst noch nicht mal ein Kribbeln. Ich ziehe raus und ich sehe nichts. Der Finger ist weg. Nein. Wäre witzig, wenn es so wäre, aber nein, dein Finger ist noch vorhanden. Okay. Hat der Professor das auf einmal... er hat's gesehen, gut. Verblüfft mich. Ja, wir müssen ja irgendwie weiterkommen und ich vermute mal, wenn diesem Schürhaken nichts passiert und meiner Fingerspitze nichts passiert, sollte einer testweise mal da durchgehen, Herr Professor. Dem stimme ich zu, ich würde mich auch bereit erklären. Ja, das ist großartig, dann passe ich hier auf. Zur Not kann ich die Gruppe ja weiterführen. Genau, zur Not kann Miss Kane die Gruppe ja weiterführen. ja. Also Avebury möchte diesen Rahmen durchschreiten. Nehmen Sie es mir nicht krumm, Miss Everwood. Ich bin zu alt, um so lange Zeit, so viel Zeit zu verschwenden. Mit einem freundlichen Lächeln und drehe mich rum und trete durch den Durchgang. Ebe Schulterzucken, meine Arme. Was soll ich dagegen tun? Ihr seht, wie der Professor mit 2 beherzten Schritten den Rahmen durchschreitet. In dem einen Moment war er noch sichtbar für euch, aber das Licht umfing ihn nach und nach. Scheiße, er ist ins Licht gegangen. Und er ist durchs Licht gegangen. Wir hätten vielleicht vorher absprechen sollen, dass er nach ein paar Sekunden wiederkommt. So schlau bin ich, Autovogel. Wenn ich zurückkomme, komme ich schon zurück. Ja, ich hätte aber gerne einen Powerwurf von... Ja, war klar. Moment. Power. 81 von 2... Nee, warte, Power ist das, ne? Warte, Power. Ja, Power. Genau. Oben bei der... Hauptdingern da. Ach so, da, okay. Nee, da habe ich 60. Bei Attributen. Attributes. Doch, da habe ich 60. Die Gruppe kann das nicht sehen. Sie wissen nicht, was mit dem Professor ist. Du, Avebury, schreitest durch diesen Rahmen und bist auch in einem
eine Art Raum, aber bevor du in der Lage bist, irgendwas wahrzunehmen, legt sich diese fremde Präsenz wieder um deinen Geist und wirft dich wieder zu diesem Friedhof zurück, wo du vor diesem Grab, vor diesem Grab standest. Ich lese, glaube ich, nochmal eben. Hatten wir das schon? Ich lese einfach mal den Text nochmal vor. Einem irrationalen Drang folgend willst du unbedingt den Sarg öffnen. Deine Hand schließt sich um einen Henkel des Deckels, als du ein schabendes Geräusch hörst. Das und ein leises, heiseres Stöhnen mit höher, ein leises, heiseres Stöhnen mit hoher Stimme. Du legst beunruhigt dein Ohr auf den geschlossenen Deckel. Der süßliche Geruch von Verwesung steigt dir wieder aufdringlich in die Nase. Mit Entsetzen stellst du fest, dass die Geräusche nicht aus dem Sarg stammen, sondern aus der Grube. Eine faulige, halbsglittete Hand hält sich am Grubenrand fest und stemmt den fauligen Körper in die Höhe. Der von Maden angefressene Kopf reckt sich dir entgegen und dieses entstellte Gesicht, welches von allerlei Getier bewohnt ist, grinst dich lüstern an. Super. Ja, der Rest der Gruppe, ihr habt ja den Professor verschwinden sehen. Es vergehen Sekunden, ohne dass der Professor wieder auftaucht. Was machen wir jetzt? Ich fühle mich nicht wohl, wenn der Professor nicht da ist. Ich guck mal eben nach. Und ich stecke jetzt nur den Kopf da durch. Ja, okay. Du erkennst Curly. Ja. Das hätte ich auch machen können. Ja. Du siehst in diesem... Ja, warte, ich deck das mal auf, weil du kannst ja mit deinem Kopf... hast du ja freien Sichtkontakt und vor allen Dingen der Raum ist auch beleuchtet. Hm? Ist das Bierkrüge? Nein. Heizpilze sind da. Was ist das? Du erkennst einen ausgeleuchteten Raum. Der Professor steht mit dem Rücken zu dir. Stocksteif. In dem Raum und diese beiden in den Boden gelassenen runden Steinringe haben ebenfalls ein blau pulsierendes Leuchten. Und am Ende des Raumes erkennst du 5 Gestalten, die du aber, wenn du dir das näher ansehen möchtest, näher an diese Gestalten rantreten müsstest. Es scheint sich aber irgendwie um eine Art kegelförmiges Gewächs zu handeln. Okay, dann, wenn ich ja jetzt noch bei vollem Bewusstsein bin, dann lehne ich halt mich halt wieder zurück in das Treppenhaus und erzähle dann den restlichen Vieren, was ich da gesehen habe. Also ihr müsst, der Professor ist wieder wie eingefroren, steht in einem Raum. Es ist, irgendwelche Pflanzen sind da hinten und blau leuchtende Steinringe auf dem Boden. Also ganz komisch. Ich weiß nur nicht, was wir jetzt machen sollen. Vielleicht kannst den Professor aus dem Raum rauskriegen? Genau, kannst du ihn hier wieder zurückbringen durch den Spiegel, durch das Leuchten? Also meine Einschätzung, reicht das von der Entfernung her, dass ich ihn durch, wenn ich mich nur da reinlehne in diesen Raum, mit einem Arm greifen kann und zurückziehen kann? Leider müsstest du einmal in den Raum rein und ihn dann mit dir wieder zurück durch das Portal in den Raum. Ich gucke halt die anderen 4 eine Zeit lang an und dann schreite ich auch einfach da durch. Was sollen wir da machen? Ich gehe einfach durch dieses blaue, wummernde Licht durch und versuche, den Professor zurückzuholen zu uns. Auch du merkst eine fremde Präsenz, die sich deinem Geist unsittlich nähert.
Gib mir bitte auch einen Powerwurf. Alter, leck mich fett. Ist ein bisschen drüber. Ich hab 50. Nein, ist okay. Ist gut. Das will er doch. Das will er doch. Ja, aber ich nicht. Auch du verfällst augenscheinlich in eine Art Trance und durchlebst deine eigene Art des Horrors. Wenn du dich recht erinnerst, bist du in deinen Kinderkörper gestiegen und bist mitten in der Nacht aufgewacht und hast nach deinen Eltern geschrien und irgendwelche dunklen fremden Augen haben dich unterm Bett beobachtet. Jedes Geräusch erscheint dir unangenehm laut. Du hast das Gefühl, dass sich die Dunkelheit verlängert und in dieser gierige Mäuler entstehen, die dich lüstern und irre angrinsen. Du hast vor Schreck vergessen, weiter nach deinen Eltern zu rufen, sondern schleichst nun wieder durchs Wohnzimmer, an der Küche vorbei, in den Flur. Du siehst, dass ungewohnterweise die Tür zum Keller offen steht. Ein unsteter Lichtschein, der sich daraus ergießt, bildet für dich die einzige Lichtquelle. Jetzt, wo du dich darauf konzentrierst, kannst du melodische Stimmen ausmachen, die aus dem Keller zu kommen scheinen. Das ist aber definitiv kein Ort, wo du freiwillig sein willst. Leider hörst du genau jetzt, wie etwas knarzend die Treppe herunterkommt. Da ist dieses unmenschliche Knurren wieder. Egal, wie du vor wenigen Sekunden noch dem Keller gegenüber eingestellt warst, du rennst nun rüber zur offenen Tür, schmeißt diese hinter dir ins Schloss und läufst über steinigen und sehr kalten Stufen die Treppe hinunter und dem Lichtschein entgegen. Der Rest der Gruppe hat gesehen, wie Curly durch das Portal gestiegen ist, um den Professor zurückzuholen. Leider kommt auch Curly nicht zurück. ja, gut. Ich guck jetzt auch mal durch, mit dem Kopf da durch. Mhm. Wie die zwei Idioten da rumstehen. Jetzt guck ich quasi auf den Rücken von Curly, ja? Ja, du findest übrigens diese runden Steinringe, wo dieses ebenfalls blaue Leuchten zu sehen ist, findest du natürlich als Wissenschaftler recht interessant. Auch diese pflanzenartigen Kegel in der Ecke des Raumes sehen sehr interessant aus, aber du siehst halt die beiden, die einfach apathisch da im Raum stehen. Kann ich den Curly an den Schultern packen und ihn zurückziehen? Ja, kannst du. Dann ziehe ich den erstmal wieder durch den Blaulicht zurück. Keiko und Linda. Er ist nicht ansprechbar. Es scheint mir wie ein Szenario zu sein, das mich und den Professor auch schon befallen hatte. Linda erinnert sich an das Riechsalz. Ja, das packe ich aus und halte ihm unter die Nase. Also du steigst die Treppe wieder runter. Ja. Okay. Kümmert ihr euch um Curly? Ich schaue nach dem Professor. Ich steige durch das blaue Licht. Okay, Cocaine bemerkt auch diese fremde Präsenz, die von ihrem Geist versucht, Besitz zu ergreifen. Nein. Sogar unter dem harten Erfolg. Super nein. Ja. Cocaine ist einfach Dinge, mental abgeschirmt. Richtig. Schüttelt sie so vor, dass der Geist Gandalf sagt: "You shall not pass." Genau so ist es auch. Die fremde Präsenz hat sich eingepisst. Nee. Was ist das für ein perverser Gestand? Voller Abscheu und Kaiko kann sich dem Professor nähern, der, das hatte ja der Spieler auch selbst schon gesagt, vor sich hin sabbert. Ja, ich und wische ihm so ein bisschen den Sabba aus dem Gesicht und nimm ihn wieder mit zurück. Ich guck okay. Blaue Licht wieder, was ob Keiko da jetzt auch so rumsteht. Nee, du siehst, wie Kaiko beherzt zupackt, nachdem sie ihm den Mund abgewischt hat und Schwester Keiko. Okay. An den Schultern halt in auf dem Weg ist, mit ihm das Portal zu durchschreiten. Ja, währenddessen auch danach. Merkst du, Curly, auch diesen, oder die des Riechsalz mit dem beißenden, stechenden
Geruch in der Nase bringt dich auch wieder in die Realität zurück. Du stehst wieder in diesem Vorraum an der Treppe und wirst mal wieder von Linda verarztet. Bin ich schon tot? Ich sehe schon einen Engel. Oh. Ich gucke mich erstmal so ein bisschen paralysiert um und komme langsam wieder zum Bewusstsein. Sag,